So, jetzt sind wir in der Modellbahn drin, in dem Güterwaggon. Ja. Die Lok dürfte ja wohl bekannt sein. Kann man auch Sachen kaufen. So, Mr. Klemmi, würden Sie sich mal bitte hier unten drum kümmern? Vielleicht können wir davon was gebrauchen. So, ich mache dann erstmal die Bahn selbst. Oh, die ist in N. Na, dann passt auch mehr hier drauf. Sehr schön. Klein, aber fein. So, das ist jetzt eine davon gewesen. So, das sind Schaukästen mit Loks. Good morning. Hello. Thank you. Das ist Stellwerk für die Modellbahn. So, dann kommt hier die etwas größere. Die ist in H0. Da seht ihr jetzt hier zum Beispiel ein paar Dampftraktoren und Dreschmaschinen. Herrlich. Wunderschön. Gefällt mir. Klemmi macht Bilder von den Kästen und so. Finde ich cool. Da hinten ein langer Kohlenzug. Wunderschön. Eine Poststation. Die roten Fahrzeuge, das sind alles Postautos hier. Hier haben wir noch einen Farmer mit seinen Kühen. Ja, was soll das hier unten sein? Hier sind schon ein paar Teile, denke ich mal. Hier vorne haben wir auch Schweine. Und das Kloster auf dem Berg. Oder Kirche, je nachdem. Na, von der Burg ist auch nicht mehr viel über. So, dann haben wir hier für die Kinder so einen kleinen Tritt. Und hier natürlich wieder die üblichen Bücher, die man kaufen kann. Und da haben wir den kennt ihr auch, ne? Genau. Ich will's hoffen. So. So, ja.
So Leute, wir sind hier noch auf dem Bahnhof. Der hat auch eine bestimmte Filmbedeutung. Und Klemmi wird euch dazu jetzt ein bisschen was erzählen, welche Filme hier gedreht worden sind. Im Prinzip eine Serie wird auch hier gedreht. Und zwar ist das ja Witchcombi nicht nur ein schöner Bahnhof, sondern auch wirklich filmreif, wenn man sich so anguckt. Die Fernsehserie Pater Brown wird zum Teil hier gedreht. Die ganzen Schienen, Railway, alles wird hier alles gedreht. Und was ist mit der Pfarrersendung? Pater Brown, ne? Ja, der Klosterwitsch da. Ja, komplett klassischer Share ist hier das ganze Gebiet. Das Bundesland im Prinzip ist ein Drehort von dem Ganzen. Überall wurde hier von verschiedenen Punkten gedreht. Aber dieser Bahnhof war einer der Hauptdrehorte. Sehr gut. Dann werden wir noch ein paar Orte besuchen, damit wir das hier komplett kriegen, oder? Zumindest einen noch, ne? Ja. Okay. Aber zuerst wollen wir mal ein vernünftiges Eis essen. Genau. Ne? Das werden wir uns jetzt holen und dann kann die Post abgehen hier. Ja. Beziehungsweise der Zug. So. So Leute, hier sind wir an einem sehr bekannten Ort. Diese Kirche dürfte jedem, der Fernsehen guckt, bekannt sein. Ich verrate es noch nicht, welche Filme hier gedreht worden sind. Hier vorne ist ein Shop mit Café. Ich meine, die Berühmtheit muss ausgenutzt werden. Finde ich vollkommen richtig. Ja, dann wollen wir mal da runtergehen. So Leute, jetzt sind wir da kurz vor der Kirche. Das ist hier der letzte Ort, wo man liegen möchte. Also ich will hier nicht liegen, noch nicht. Und vielen dürften jetzt schon manche Einstellungen, die wir hier haben, bekannt sein. Noch wird nichts verraten. Allein der Kirchenname hätte jetzt schon irgendwas bringen müssen. So, hier seht ihr die Kirche jetzt in ihrer vollen Größe und Schönheit. Die Uhr müsste auch schon vielen was sagen. Ja, wir werden natürlich selbstverständlich da reingehen. Das ist der Drehort von einer ganz bestimmten berühmten Serie, die im Moment auch wieder im Fernsehen läuft. So, hier ist der Eingang, der Seiteneingang. So, jetzt sind wir im Inneren der Kirche. Hier werden selbstverständlich auch noch Messen abgehalten. Hier ist eine der berühmtesten Filmkanzeln. Das Teil ist ziemlich modern. Hier haben wir den Altar. Und dann eins der berühmtesten Sachen, die Feuerlöscher. Ja, ein bisschen albern muss man sein. Schaut euch das an. Herrlich. Hätte mir nicht gedacht, dass die Kirche von innen so toll aussieht. Ehrlich. Ich will hoffen, dass Klemmi sehr viele Bilder macht. Gerade von den bunten Fenstern. Da ist er, der Bursch. Hallo.
Ja, jetzt dürft's klar sein, oder? Ja, mein Akku meldet sich. Ganz toll. Ja, das ist die Kirche, wo die Serie Vater Braun gedreht worden ist. Deswegen wollte ich hier unbedingt hin. Denn am Bahnhof davon waren wir ja schon. Die Serie kann ich empfehlen. Spannend, witzig. Das ist die Originalorgel. Hier ist auch eine Ecke für die Kinder. Finde ich super. Finde ich sehr schön. Da haben wir ein ziemlich großes Kind. Nennt sich Clemmy. Wunderschön. Die Gesangbücher, also Gebetbücher. Das ist nicht Pater Braun. Wunderschön. So, das ist jetzt die Ansicht mit dem Turm. War ganz schön hoch das Ding, aber wunderschön. Und hier haben wir noch einen Teil von dem Friedhof. Ich will da nichts vergessen. Nicht, dass es dann heißt, ah, das hast du vergessen. Nein, werden wir nicht. Ja, da ist wieder unser Kleminator. Wunderschön. Bin begeistert.